So. Okay, das erste Video dürfte eventuell bekannt sein, denke ich mal. Schauen wir mal rein und hören rein. Es sollte bei euch das Bild schwarz bleiben, sofort Bescheid sagen, dann... Ja. Okay, los geht's. Sammeln Sie Pay-Return-Punkte? Nee, so was habe ich nicht. Okay, das macht dann 18,70 Euro. Ja, dann muss ich mal kurz mein Portemonnaie rausholen, ne? Meine Fresse, das kann man doch vorher schon alles vorbereiten. So, ey. Dann wollen wir mal schauen, ob ich das mit meinem Kleingeld bezahlen kann, will ja doch nicht alles mit Kleingeld bezahlen, oder ja, was? Ja, ein bisschen Kleinkohle habe ich hier. Ja, mal sehen, ob das Mensch, reicht. Mensch, wir wollen hier alle raus und er fummelt da in seinem Portemonnaie rum. Nimm doch einfach deine Karte und zahl damit. Ich könnte natürlich auch mit Karte zahlen, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen die Technik. Das ist ja noch ein bisschen Neuland für mich, ne? Ja, das verstehe ich. Ich sehe das immer so schlecht ohne Brille. Ich muss mir erstmal eine über den Kolben stülpen, das nützt nichts, ne? Also den Riechkolben meine ich natürlich, ne? Oh Gott, jetzt haut er auch noch schlechte Witze raus, Mann. Der soll sich beeilen, Mensch. So, jetzt aber nicht. Mensch, jetzt such das Geld raus und zieh Leine, Junge. Ich glaub, das sieht schlecht aus. Oder meinen Sie, das reicht, Junge, Mann? Das sind 2,50, das reicht nicht, ne? Ganz knapp, ne? Gut. Ja, dann müssen wir das doch mit Karte machen. Na, endlich, bitte geht doch. So, den PIN habe ich mir aufgeschrieben. Ich kann das nicht lesen. Können Sie mir den mal ansagen? Okay. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Nein. PIN falsch steht jetzt hier. Ich hab mich, glaube ich, vertippt. Können Sie mir das nochmal sagen? Mann, ich dreh hier gleich am Zeuger, Junge. Genau hinhören jetzt bitte. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9. Hat's diesmal geklappt? So, jetzt steht hier bei mir bestätigen oder abbrechen? Abbrechen, ich will ja bezahlen. Nein, ne? Natürlich nicht, Sie müssen bestätigen. Bestätigen und nicht abbrechen, sag mal, pennst du unter einer Laterne oder was? Oh, nun steht hier Vorgang abgebrochen. Ich raste hier gleich auf. Mensch, die Tasten, die sind aber auch alle so lütt hier. Okay, also nochmal von vorne und bitte danach bestätigen, nicht abbrechen. Das bekomme ich hin, natürlich. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9. 3 war am Anfang, nicht 2, oder? 3 war das, ja, korrekt. So, jetzt aber bestätigen hier. Ja, Zahlung akzeptiert, das ist doch fantastisch, ey, nicht? Endlich. Wie kann man das denn verkacken und das auch noch 3-mal, also? Wollen Sie sich die Treuepunkte mitnehmen, oder? Was ist das denn genau? Natürlich, jetzt bietet er auch noch Treuepunkte an, also... Ja, wenn Sie genügend davon sammeln, bekommen Sie unnötige Gegenstände aus unserem Sortiment, was Sie eh nie benutzen werden. Ach, das hört sich ja gut an. Das würde ich mitnehmen, das. Ja, super, dann bereite ich Ihnen gerade noch mal schnell das Treueheft vor, dann können Sie Ihre Punkte da auch reinkleben. So, ja, nun gib ihm endlich das blöde Heft, damit er seine Pünktchen da reinkleben kann. Nun zieht den Finger, ich will bezahlen! Oh Mensch, ich danke Ihnen vielmals. Okay, brauchen Sie den Kassenbon? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Mensch, nun nimm einfach diesen blöden Bon. Kann ich sonst einmal schnell meine Frau anrufen? Die sortiert das alles. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Deine Frau anrufen? Hier wird gleich die Polizei vom Kassierer angerufen, wenn meine Faust und dein Gesicht eine Rolle spielen. Also dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Die Leute warten ja auch schon, ne? Ach so, Entschuldigung. Das stimmt natürlich. Ach, alles gut. Dann nehme ich den Bon mit, natürlich. Endlich hat das ein Ende, Mann. Ich habe sowas noch nie erlebt. Okay, alles klar. Dann schönen Tag noch. Dankeschön. Da wünsche ich Ihnen auch, ne? Ach, Bernd, der passt ja, den kann ich ja Mittag machen jetzt, dann kannst du ja übernehmen. Ja, dann würde ich schnell meine Kasse und alles umbauen, dauert aber einen kleinen Moment. Ne? Ja, ist in Ordnung, ne? Die Kunden können einen kleinen Augenblick warten. Kann ich noch einmal schnell stören? Kann ich vielleicht mal eine größere Tüte haben? Die reißt, glaube ich, gleich. Mensch, und die Tests, die sind aber auch alle so lütt hier, du. Ja, der gute Varion, falls ihr ihn kennt. Natürlich. Nee, aber den muss ich mir merken. Den kenne ich natürlich. Ja. Ja, wer möchte anfangen? Wolf, was hast du getippt? 140.000, weil er scheint ja schon so ein bisschen bekannter zu sein. Mhm. Ich war sehr großzügig mit der Schätzung. Was meinte Max? Ich habe genau eine Null weniger mit 15.000. Ich... bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, das ist nämlich noch ein recht neues Video, deswegen. Ja. Dieses Video hat aufrufentechnisch 1,56 Millionen Klicks. Ja, gut. Da waren wir. Wir waren sogar beide noch weit entfernt. Weit entfernt, ja, aber. So hoch wollte ich jetzt nicht. Weit, weit entfernt, aber Wolf war näher dran und das gibt den Punkt für Wolf. Ja. Den ersten. Okay, so, auch der Chat war weit runter. Niemand ging in den Millionenbereich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Reicht das übrigens, wenn wir 1 Mio schreiben, oder willst du es genau? Nee, ihr könnt, ihr könnt ruhig, bei K, ihr könnt sowas wie 13K, 100K oder sowas schreiben. Das okay, könnt ihr euch abkürzen, alles gut. Gut zu wissen. Ja. Okay, das nächste Video ist ein besonderes Video, möchte ich mal sagen an dieser Stelle. Ihr wisst ja, also die meisten wissen ja, dass ich in der wunderschönen Stadt Landau lebe. Und ich habe da etwas gefunden, was ich einfach hier mit ins Programm nehmen wollte. Also euch mal meine Stadt ein bisschen näher bringen mit diesem wunderschönen YouTube-Video. Viel Spaß. Jetzt kommt's. Landau, du bist so wunderschön, auch wenn's leider nicht alle sehen. Landau, du bist vernetzt durch Bus und Bahn, so kann ich auch ohne Auto zu dir fahren. Landau, ich fühle mich sicher in dir, auf die Polizei vertrauen wir. Landau, du bist eine tolle Stadt, die aber viele böse Falten hat. Pfalz ist eine kleine Stadt, die viele Gesichter hat. Das ist Landau, da, 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 komm nach Landau, da, da, da. Das ist Landau, da, 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 komm nach Landau, da, da, da. Hier gibt es Weinspezialitäten, alles aus dem Pfälzerland. Landau ist die Stadt, in der ich meine Heimat fand. Ich lieb dich, Landau, da, 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 das ist mein Landau, da, da, da. Ich lieb dich, Landau, da, 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 das ist mein Landau, da, da, da. Landau, du hast viel durchgemacht, die Landesgartenschau hat's nicht gebracht. Landesgartenschau? Was ist das für ein Landau, ich bin so gern bei dir, im Inneren gehörst du mir. Landau, man muss viel Geld in dich stecken, 50 Cent hört man an allen Ecken. 50 Cent. Landau, ich mag dich, du bist ein großer Teil für mich. In der Pfalz ist eine kleine Stadt, die viele Gesichter hat. In der Pfalz ist eine kleine Stadt, die viele Gesichter hat. Das ist Landau, da, 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 komm nach Landau, da, da, da. Das ist Landau, da, 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 komm nach Landau, da, da, da. Hier gibt es zwei Spezialitäten, alles aus dem Pfälzerland. Landau ist die Stadt, in der ich meine Heimat fand. Ich lieb dich, Landau. Das wunderschöne Landau. Ja, Mensch. Irgendwie kommt mir das Lied bekannt vor. So ein bisschen, ne? Ah, ist jetzt schon ein Banger. Ich hab mir gerade so vorgestellt, währenddessen, jetzt stellt euch mal vor, da kommt sowas statt mit Landau, nur mit Ziesendorf, also meine Heimat. Ich war mittendrin fast laut losgelacht, aber ganz toll. Ja. Das fand ich auch lustig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und sehr lustige Kommentare auch hier im Chat, was ich da so entnommen habe. Aber kommen wir zu euren Schätzungen. Was hast du denn geschätzt, Max? Ja, ich habe so etwa getippt, wie groß ich Landau einschätze und wie viel etwa kommen. Da bin ich auf 35k gegangen. Mhm. Und der Wolf hat... Ich habe 50k genommen, also 50.000, weil ich räume mit diesem Lied doch eine sehr bekannte Bekanntheit ein, so. Okay. Von den Klicks her. Mhm. Interessant, ja. Also im Chat hat man sehr, sehr unterschiedliche Schätzungen gesehen. Da war gefühlt alles drin. Aber die richtige Schätzung lautet ungefähr 25k. Und damit ist Max näher dran. Okay. 1:1. Also ich habe mir schon gedacht, dass das auch mit was mit der Größe zu tun hat. Das habe ich mir schon gedacht. Mhm. Was für ein Meisterwerk, wa? Ja, das war ist Friedberg. Also, ich fand's lustig. Also damit hätten sie hier den Eurovision Song Contest garantiert gewonnen. 25k Aufrufe nur von John. Nee, ich habe das tatsächlich auch gestern erst entdeckt, das Lied. Also ich bin nicht schuld.
Und da hast du dir spontan gedacht, komm, das muss ich einbauen. Ja. Oder wie kam's? okay, das ist... So, was natürlich auch nicht fehlen darf, wenn wir schon YouTube-Videos schauen, ist ja ganz klar, Cat-Content, ganz wichtig auf YouTube. Katzen gehen doch bekanntlich immer. Und da habe ich was ganz Besonderes herausgesucht. Vielleicht erkennt ihr den Film, den wir noch dazu sehen. Viel Spaß. Ah, übrigens, dieses Video geht nur eine Minute. Das ist ein Ausnahmefall. Okay. Das könnt ihr jetzt erstmal in Ruhe schauen. Und nach der Minute dürft ihr die Schätzung schreiben. Okay. Okay. Alles klar. Dann mal los. So you wanna go to a real party? I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. To miss. Got everything I need right here with me. Hey, look! See it? Beste Katze. Das ist so geil. Oh, ich liebe es. Ja. Oh Gott, oh jetzt Gott, dürft ihr schreiben. Aha. Was schätzt ihr? Zugegeben, ich gucke sonst gar nicht Cat-Content, aber das Video, glaube ich, hat mir mein Bruder mal zugesandt, und zwar auf Instagram. Ja. Ist sehr bekannt, gibt sehr, sehr viele Verfilmungen. Ja, zum Beispiel Indiana Jones und so weiter. Ja, das ist natürlich hier die einzig wahre Verfilmung von Titanic gewesen. Natürlich, was anderes sollte man nicht kennen, ne? Genau, ja, also. Wäre der Film so gewesen, wäre ich sogar ins Kino gegangen. Ohne Witz. Was ja, gegen Leo habe ich nichts. Was hat denn Wolf getippt? Ich habe 1,3 Millionen Klicks getippt, weil Old Kitty ist schon sehr bekannt. Echt? Mhm. So bekannt, ich weiß es nicht. Ja, und der Max? Ich habe gerade mal 150k. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie bekannt sie ist oder er, ich weiß es halt nicht. Ja. Ich kann sowas überhaupt nicht einschätzen. Im Chat sehe ich auch des Öfteren Millionenbeträge. Aber wenn ich es richtig sehe, kein Millionenbetrag, der so hoch ging, wie es wirklich ist. Es handelt sich nämlich um 17 Millionen Klicks. Oh. Ups, dann hätte ich ja noch weiter ausholen können. Okay. Ja. Das ist ein Punkt für Wolf. Ja, ziemlich bekannt, die Katze, würde ich mal sagen. Oh ja. So, das nächste geht wieder 3 Minuten. Da dürft ihr wieder während dem Video schätzen. Und es ist ein kleiner Insider, was jetzt kommt. Für diejenigen, die in der letzten Halloween-Woche dabei waren, die haben jetzt vielleicht so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl, was jetzt in der Aufgabenstellung jetzt nicht wirklich helfen sollte. Aber mal gucken, ob es jemand erkennt, was wir jetzt schauen. Los geht's. Komischen Typen. Wächte legen. Sie haben hier gelegen, in das geschlafen. Okay. Ich bin wach geworden und da waren irgendwelche Geräusche hier im Zimmer.
Da bin ich aufgestanden und habe geguckt. Da bewegte die Puppe sich so und die Augen, die gingen rauf und zu. Also die hat richtig, also richtig so gewackelt? Ja, richtig gewackelt. Okay. Na gut, da bekommt man dann schon Angst, oder? Ich weiß gar nicht, ich bin aufgestanden. Waren sie dabei? Ja, erstaunt, erschrocken. Ich weiß, das ist nicht richtige Angst. Weiß ich nicht. Das ist bei mir immer nur abends vorm Schlafen gehen. Da habe ich Angst. Was ist das für ein komisches Geräusch? Dann war einmal, das ist einmal das Klicken, das war ich jetzt, ne? Aber ich habe das auch gerade gehört, so eine Art Quietschen. Kannst du uns sagen, warum du dich hier immer so bemerkbar machst? Bei der Dame, die hier wohnt? Möchtest du ihr irgendetwas mitteilen? Geräusche von oben. Es wäre toll, wenn du mit uns ein bisschen... Das geht gar nicht. Der hat gerade abgewunken. Dafür haben wir viele andere Geräusche von anderen. Die spielen doch um garantiert Tischrücken, können wir nachher noch hochgehen, ne? Tischfußball. Ja, dennoch, das, was du hier veranstaltest, das stört die Frau, die hier wohnt. Und darüber müsstest du mal mit uns reden. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier auf unsere Diktiergeräte, meins liegt dort, Dunja steht da oben, quasi eine Nachricht zu hinterlassen. Ist er denn immer noch hier? Ja, der ist präsent, aber jetzt nicht so, dass er jetzt wahrscheinlich unsere Geräte ausschlagen kann oder so. Aber der steht noch hier bei uns? Der ist bei uns, ja. Wo? Also momentan ist die Präsenz, ich sehe den jetzt da nicht stehen, aber der ist quasi so vor mir. Ich habe hier die ganze Zeit immer wieder, ich habe gedacht, ich bilde mir das ein, immer wieder hier so ein bisschen kühl. Luftzug wäre jetzt übertrieben, aber es wird kälter. Nee. Ja, nee, ist klar. Ja, irgendwie ist der auch, der hat auch Menschen erschossen. Also der war Schütze, ne, Eckenschütze oder wie man hat gesagt. Scharfschütze. Nein, Scharfschütze nicht, ja. So weit. Also er war Soldat. Ja, aber schon etwas mehr als Soldat. Also der war kein Kanonenfutter. Der trägt einen Anzug. Also er war höherrangig. Höherrangig, wie das da jetzt war früher, weiß ich nicht. Aber ja. Der ist auch gut durch den Krieg gekommen. Der war kein Flüchtling. Das ist das, wo er sehr stolz drauf ist. Ja, unglaublich. Die Geisterjäger NRW. Sie haben wieder zugeschlagen. Wir hatten schon mal eine Doku über sie gesehen, letztes Halloween. Und uns natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht. Wer hätte es gedacht? Ja, aber auch spannend, die Doku. Ja. Dementsprechend kam es auch im Chat an. Oh Mann. Was meint ihr, was dieses unglaublich gruselige Video denn so an Klicks eingefahren hat, Max? Ich glaube, dass es extremes Clickbaiting ist, vor allem wegen NRW. Deswegen habe ich sogar auf 75.000 geschätzt. Aber in dem Moment, wenn die merken, was das für Zeug ist, gehen die auch wieder weg, die Leute. Also, aber ich denke mal, raufgeklickt werden viele haben. Mhm. Was meint Wolf dazu? Ungefähr so denke ich nämlich auch. Und ich habe 100.000 genommen, weil es gibt Leute, die gucken sich sowas unheimlich gerne an. Das stimmt. Und das sind, glaube ich, nicht wenige. Wie viele es tatsächlich sind, sage ich euch jetzt. Es sind 70.000. Und damit ist Max sehr nah dran. Es gibt natürlich einen Point für ihn. Womit es jetzt schon wieder 2:2 steht. Bleibt spannend. 2:2. Alles noch drin. Wie viele waren es noch insgesamt? 10. 10. Ah, ja, okay. Wer zuerst 6 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Okay. So. Soldat James Ryan. ja, das war halt schon belustigend. Okay. Gehen wir jetzt zu was Schönerem über. Nachdem wir den Leuten zugehört haben, kann ich euch versprechen, dass, was ihr jetzt gleich hören werdet, ist um Weitem besser. Lauschen wir mal rein. Es kann nicht schlechter werden.
wish come true when darkness fades to light. Show me there's still hope. Show me it's not over. Battles we can win, our struggle lies within. Will we live to greet the Wunderschön. Die Stimme ist toll. Ja. Hat man auch schon ein paar Mal in den Wunschliedern am Schluss des Streams. Oh. Mhm, macht viele Lieder dieser Art. Ja, was habt ihr denn geschätzt, Wulf? Die Dame. Ich habe so 280k geschätzt, weil sowas ist ja auch so sehr beliebt. Mhm. Sowas zu hören und zu sehen. Und der Max? Ja, da gehe ich mit, vor allem, weil die Final Fantasy Community weltweit auch nicht gerade klein ist, auch was Soundtracks angeht. Deswegen habe ich sogar relativ hoch gepokert mit 450k. Mhm. Vor allem, ich meine auch sie zu kennen und ich glaube, sie ist relativ bekannt. Mhm. Ja, auch im Chat sehe ich sehr hohe Zahlen. Verständlicherweise, aber jetzt haltet euch fest, die Gute macht super wenige Klicks, obwohl sie irgendwie jeder kennt und auf dem Video sind gerade mal 2376 Klicks. Wie kann das denn sein? Oh, traurig. Aber das wird noch. Ich denke, ja, mit so einer Stimme, ich denke, da kommt noch was. Ja, super wenig, ja. Aber für Wulf reicht es in dem Fall. Ein Punkt für Wulf. Hab ich auch mehr geschätzt. Das haben wohl alle. Ja gut, ich war auch erst höher verankert und da dachte ich mir, nee, lieber nett. Ja. Schwierig. So kann man sich verschätzen, richtig. Ja, ist manchmal nicht so einfach, ne? Bekanntheitsgrad spielt halt eine super wichtige Rolle, egal wie gut und qualitativ letztendlich das Video ist. Ja, das sieht man vielleicht auch im nächsten Video. Mal schauen. Ich habe mir natürlich gedacht, ja, wenn ich schon YouTube-Videos zeige, dann muss ich auch was von mir zeigen, ne? Vielleicht habt das dann ein bisschen einfacher. Jetzt geht's in den Millionenbereich. Gucken wir mal, ne? Ich bin mal gespannt, ob ihr das Video noch kennt. Es ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Ja, gehen wir mal rein. Thank you.
Gott, ich erinnere mich. Ich sag's jetzt gar nichts. Ja, 10 Jahre später und es gibt immer noch keine Fortsetzung. Das ist doch Joey, ne? Das ist Joey, natürlich. Ja. Mein Kater wäre dir sofort ins Gesicht gesprungen. Ohne Witz. Ja, sehr, sehr altes Video meinerseits. War irgendwie eine Spontanaktion damals. Ja. Was meint denn Max dazu? Ja, im Nachhinein denke ich, ich hätte höher pokern müssen, aber ich habe 888 Klicks nur. Ich hätte wahrscheinlich aber auf, im Nachhinein hätte ich mal sagen, aufgrund dessen, dass es schon so alt ist, auf über 2000 gehen müssen. Aber jetzt machen wir 888. Okay, was meint Wolf dazu? Dass der Punkt bestimmt an Max geht, weil ich habe 35.000 genommen. Oh, hätte ich gern. Also dann hätte ich eine Fortsetzung gemacht. Also. es hätte sein können, wenn du sagst, so altes Video. Also, weißt du. Denn meinst du, wäre es kein Problem gewesen, ja? Ah, dann hätte ich hier schon 20 Teile gemacht, wahrscheinlich. Naja. Aber hätten wir dich hier nicht gehabt. Vielleicht. Aber wie Max schon. Huch, wo bin ich denn jetzt? Moment. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt Max hin? Ich sehe irgendwie nur noch. Ah, hier, okay. Eure Schätzungen waren gerade weg. Max hat 880 genommen und holy shit, warst du nah dran. Es sind nämlich 876 Klicks. Ui. Echt? Ja. Okay. Das war ja ich habe 888. Ich habe einfach mal rauf. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss sogar auf über 2000, aber dann war ich gut. Ja, sehr krass natürlich, auch wenn es alt ist, aber das war jetzt natürlich kein Klickfänger. Es war einfach nur just aber for the fun. Ich war damals auch schon mit dabei, muss man fairerweise dazu sagen. Also. Trotzdem schon zu viel Qualität zu krass eingeschätzt auf jeden Fall. Ja, damit steht es tatsächlich 3-3. Ihr wechselt euch die ganze Zeit ab. Das ist ja unglaublich. Spannend. Ja. Es bleibt spannend. Warte mal ganz kurz mit dem nächsten Video. Ja. Mein Sohnemann will irgendwas. Die sind unterwegs, glaube ich. Ja, kein Ding. Na komm, geh auf. Was hat denn der Chat eigentlich über dein Video getippt? Waren, ja, sehr unterschiedlich. Ja, 350 sehe ich da. 100 Millionen, gut, das ist natürlich Spaß. 9K, 500 sehe ich da, ja. 7000. Ging in eine ähnliche Richtung. Hoffentlich nervt er mich jetzt halt, denke ich. der ist mit meiner Mutter jetzt da wegen Fußball gucken und so. Ja. Und hat mich jetzt gefragt, ob ich ihm die Switch und seine Spiele vorbeibringen kann.
Und ich hat gefragt, ob ich beschäftigt bin. Ich habe gesagt, ja, ich bin beschäftigt. Muss er sich's holen. Ja. Also, nee. Kann er ja machen, ne? Dann kann man ja kurz pausieren, ist ja kein Problem. Hallo, Windy. Ja. Ja gut, ich denke mal, er kommt dann mit meiner Mutter irgendwie schnell hier vorbei, ja, oder auch nicht. Sag Bescheid, dann machen wir eine kurze Pause, ist ja kein Problem. Howdy, Windy. Okay, können wir weiter? Ja. Okay, nächstes Video. Mal gucken, wer das folgende kennt. Felix, was wird's jetzt? Now loading Luigi's Mansion. Fuck. Ja, Mega 64 damals mit sehr vielen seltsamen Parodien, Pranks, wie man es auch nennen möchte. Einer davon. Okay. Ich kenne die Person nämlich gar nicht. Ist auch schon ziemlich alt. Also ist noch, ich glaube, mittlerweile machen sie nur noch so Podcasts oder so. Man wird älter, ne? Wulf, was hast du getippt? 80k, weil verrückte Sachen sind ja immer in irgendwie gewesen. Ich dachte, vielleicht ist er ja etwas bekannter. Was meint Max dazu? Ja, ich habe 50k, habe aber in eine ähnliche Richtung gedacht. Habe aber auch so gedacht, es wird nicht das erste im Suchraster sein, was auftauchen wird. Ja, und da kann ich euch folgende Ziffer sagen. Es sind 1,3 Millionen. Huch. Da hat sich was zusammengeleppert anscheinend über die Jahre hinweg. 1,3 Millionen Klicks für so einen kleinen Prank. Und da ist dann Wolf näher dran und kriegt den Punkt. Nächste gehört dir, Max. Ja. 4 zu 3.
So, Windy hat gewonnen. Stimmt, du hattest 1,3 gesagt, ne? Stimmt. Nicht schlecht. So. Ja. Ist ja manchmal auch echt nicht einfach. Mal gucken, ja, was ihr zum folgenden Video sagt. Ein Klassiker, den, ja, vor allem wir alte Hasen bestimmt noch aus unserer Kindheit kennen. Vielleicht, mal gucken. Vielleicht seht ihr es auch zum ersten Mal. Schauen wir mal rein. Kleine Weisheit des Lebens. Los geht's. Piggy wollte wissen, was Liebe ist. Frederik, fragte Piggy seinen großen Bruder, Frederik, sag mir, was Liebe ist. Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggy folgte Frederik. Weißt du wirklich, was Liebe ist? Fragte Piggy vorsichtig. Natürlich weiß ich, was Liebe ist, empörte sich Frederik. Wenn man das in meinem Alter nicht weiß, erfährt man es nie. Dann sag's, bat Piggy. Frederik blieb stehen und rieb lange sein Ohr an Piggy's Ohr. Schön, sagte Piggy versonnen, wie zärtlich du sein kannst. Na bitte, freute sich Frederik, du hast es kapiert. Was, das soll Liebe sein? Entrüstete sich Piggy. Einfach Ohr an Ohr reiben? Liebe ist noch mehr, sagte Frederik. Was bitte noch? Fragte Piggy. Frederik überlegte einen Augenblick. Ja, sagte er, wenn man sich mag, auch wenn der andere einen dicken Bauch hat oder ein Humpelbein oder ein Loch im Ohr. Welcher andere? Fragte Piggy. Na, du zum Beispiel, sagte Frederik. Ich habe aber keinen dicken Bauch und kein Humpelbein und kein Loch im Ohr, jammerte Piggy. Also hast du mich nicht lieb. Doch, sagte Frederik, ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn du kein Loch im Bauch und kein Humpelohr und kein dickes Bein hast. Piggy sah Frederik zweifelnd an. Also braucht man gar kein Humpelbein, um sich lieb zu haben? Nein, sagte Frederik. Was braucht man dann bitte schön? Fragte Piggy. Frederik schloss die Augen. Einen kleinen Bruder, sagte er, der frech und doof ist und lieb und alles zusammen. Und einen großen Bruder, sagte Piggy, der fett ist und schlau und alt und alles zusammen. So ist es unter Schweinen, sagte Frederik gerührt. Und Piggy ging mit Frederik nach Hause. Ja, da habt ihr es gehört. Jetzt wisst ihr alle, was Liebe ist. Ich würde das Video nicht mehr durchgehen. Der Bruder ist fett, der Kleine ist doof. Ich hätte nicht mal gedacht, dass das Brüder sein sollen. Ja, das sind Brüder. Ja, Max, was meinst du? Was hat die Sauerei hier veranstaltet? Ja, ich habe jetzt mir so gedacht, also wenn, dann haben das welche von früher genommen. Und das muss auf jeden Fall im deutschen Rahmen. Deswegen ging meine Zahl schon entsprechend runter auf 66.000. Allerdings ist auch schwer zu schätzen, wer das noch kennt. Oder wer es überhaupt kannte. Das gibt's ja auch noch. True, true. Ich habe hier im Chat schon gelesen, ja, so Kindheitserinnerungen. Oh, ich bin zu alt. Sorry, Chat, dass ihr euch jetzt alle alt fühlt. Wir sitzen viele, also ich sitze mit euch auch im Boot, ja. Ich kenn's auch, aber jetzt diese Folge zum Beispiel kannte ich überhaupt nicht. Und ich hab's aber auch nie oft geguckt. Mhm. Ist überhaupt hier in Deutschland richtig ausgestrahlt worden? Ja. Ja, ja, das echt? Schon. Sonst würde ich es nicht kennen. Über die Sesamstraße, oder? Ich weiß nicht, ob es darüber, aber es lief immer so zwischendurch. Das war ja auch nur so. Ja. Wulf, was ist deine Schätzung? Ja, ich habe ihnen 30.000 gegönnt. Eigentlich wollte ich mehr nehmen, aber
das ist so die Sache mit den Generationen. Die Kinder, die können da meistens nichts mehr damit anfangen. Mhm. Das stimmt wohl. Das ist wahr, aber trotzdem, das alte Publikum hat da auch drauf geklickt. Wir haben nämlich insgesamt 464k. Sag's doch, Max, der ist hier. Geht wirklich hin und her. Tatsächlich, jetzt steht's wieder 4-4. Unglaublich. Ihr macht es spannend, ey. Noch kein Matchball tatsächlich. Nee. Also, ist noch alles drin. Wir gucken das nächste Video. Mal schauen. Ich glaube, ja doch, dürften viele kennen. Gucken wir mal. Zurück über die Brücke und warum? Nach, was Twyla gefunden hat. Oh Gott. Ja, gut, geh mal zur Brücke. John. Ja, ist gut! Zurück über die Brücke. Gott. John spielt Barbie? Fällt mich jetzt schon wieder auf. Ich kenne das Video. Hallo! Ich will knuddeln! Knuddeln! Ey! Kann ich mit euch irgendwas machen? Warte mal, wenn ich mit der Maus. Ist das das berühmte Barbie-Spiel, das du spielen solltest oder gespielt hast? Na gut, was soll's. Ja, ich werde, damit dieses Video überhaupt ein bisschen Sinn bekommt, natürlich zur dritten Staffel von Schlag den John, die irgendwann kommen wird, meinen Einsatz erhöhen, ist ja wohl klar. Aha. Ja, dann. Boah, Level geschafft. Der erste Teil der Flöte muss in einem dieser Bäume stecken, Twyla. Wir müssen ihn irgendwie finden und versuchen, ihn runterzuholen. Richtig, Twyla. Um das Problem zu lösen, braucht man Köpfchen. Aber womit könnten wir nur den Teil der Flöte aus den Bäumen rausholen? Ach so, du willst die Flöte mit deinem Köpfchen aus dem Baum holen. Gut, Twyla, dann mal los. Oh Gott, das klingt nach einem Minispiel. Twyla will den ersten Teil der Flöte mit den herunterfallenden Apfeledelsteinen aus dem Baum holen. Deine Reaktion. Links und rechts deiner meine beste Freundin hat so Spiele gespielt. Halte immer unter dem herabfallenden Apfeledelstein. Mach das so lange, bis die Flöte aus dem Baum fällt. Viel Glück. Okay, ja, also. Okay, ja, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Und jetzt? Okay. Weiter! Akanoid mit Äpfeln und Katzen. Okay. Ja, ja, okay. Ah, ja, okay, hab's kapiert. Alles klar. Blätter abrüpfeln. Okay. Ja, super. Jetzt wäre natürlich diese andere, blöde Schnack. Oh! Was ging daneben? Es tut mir leid. Armer Apfel. Oh ja, ich krieg natürlich gleich einen nächsten. Ah. Jetzt wäre natürlich so ein. Das erinnert ein bisschen an Pinball. Ich liebe Pinball. Das Spiel macht sich gerade beliebt bei mir. Ich fasse es nicht, ey. Oh, du Lamm. Ah. Piep. Katze. John denkt da an Pinball. Oh Gott, schnell. Oh, yeah. Was für ein Körper, ey. Also, meine Katze kann das nicht. Das finde ich irgendwie deprimiert. Oh, verdammt. Kann die nicht springen oder so? Nee, kann sie nicht, weil das wäre cool, so in der Luft so ein Körper zu machen. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, wir bräuchten diese andere Schnalle aus dem anderen Barbie-Spiel, weil die konnte diese Äpfel einfach durch Gesang runterholen, ja? Ihr erinnert euch vielleicht. Wow, zwei auf einmal, Wahnsinn. Ja, das dauert ja noch ewig, bis ich hier alle Dinger abgesäbelt habe. Muss ich echt alle runterholen? Das ist öde. Ach komm. Ja! Wow, die Flöte. Juhu! Jetzt müssen wir die anderen Teile finden. Wie, sind die auch da oben versteckt oder sind die ganz woanders? Alter, wie blöd die Katze macht, ey. Super! Wir haben den ersten Teil der Flöte. Oh mein das Gott. War du Heiliger. Ja, was für ein wunderschönes Barbie-Spiel. Ja, Grafik auf AAA-Niveau. Total, ne? War zu dem Zeitpunkt Alessa schon im Video, weil ich weiß, sie kommt auch dazu. Genau, sie ist auch in der zweiten Hälfte des Videos, war sie, hat man es ein bisschen gehört, richtig. Ja, das war sehr witzig. Vor allem, ich weiß noch, die geilste Reaktion war, guck mal hier, eine unsichtbare Wand, wie liebevoll von den Entwicklern designt. Ich liebe das. Ja, es ist, ich weiß gar nicht mehr, warum ich irgendwie hat. Ich habe zwar Schlag den John damals gewonnen, aber ich habe aus irgendeinem Grund, ich glaube wegen dem Fehlurteil, habe ich dann trotzdem Barbie gespielt. Stimmt, so als, als Ausgleich. Und ja, Wolf, was ist deine Schätzung? Also, da das beim anderen mit den 35k ein bisschen zu viel war, bin ich jetzt mal ein bisschen sehr weit runtergegangen, habe einfach 670 genommen. Mhm. Okay, soll ich sagen? Ja.
Ich habe 170.000 genommen, weil ich weiß, dass dieses Video massiv durch die Decke gegangen ist und du bist damit sogar in den Trends gelandet. Echt? Das ja, ist er ist in wahr. Den Trends gelandet. Das ist auch, das überrascht mich übrigens, dass der Chat das nicht wusste. Das hat ja schon hier und da erwähnt, dass ich es so traurig finde. Nach 12 Jahren oder 13 Jahren. Das ist das Video, was bei ihm am meisten eingeschlagen ist. Mit all den tausenden Videos, die ich gemacht habe, mit all den Projekten, nach 13 Jahren YouTube, ist dieses Video von mir das meistgeklickteste. Und selbst Max war mit 170.000 noch entfernt. Es sind nämlich insgesamt 320.000. Knapp. Krass. Ich sag ja, das Video, das da, also alle, die dich länger kennen, müssten das einigermaßen wissen. Ich schätze mal, hätte ich jetzt Gonzo und Rabe, hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, dass sie das wissen. Aber Sapsi hat's gewusst, ja. Sapsi hat's. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Aber wie gesagt, also das ist krass. Ich wusste nur, dass du mal Barbie gespielt hast. Mehr wusste ich nicht. Ich kann sogar mich auch daran erinnern. Vor ein paar Jahren habe ich das auch mal mit Rinoa zusammengeguckt. Und da hatte ich die Zahl auch noch gesehen und die musste ich wieder lachen. Also. Nice. Das bedeutet, ein Punkt für Max ist natürlich näher dran. Damit steht es 5-4. Jetzt tatsächlich der Matchball für Max. Aber super knapp hier. Kann auch zum Ausgleich und dann zum absoluten Showdown kommen hier. Bei Spiel Nummer 4. So, ja, wussten echt viele nicht, ja. Schon irgendwie, ja, man kann es halt irgendwie auch nicht feiern, ne? Wenn ausgerechnet das Spiel so gut ankommt, dann denkt, hinterfragt man das, was man sonst so tut. Nee, ja. Spaß. Es war halt, es war halt so, mein Gott. War Doremi eigentlich auch doll geklickt? Weil du sagtest, das musstest du runternehmen? Das musste ich wegen Copy-Dings, da habe ich zu gut gesungen. Ne? Wahrscheinlich zu nah am Original musste ich das runternehmen. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Einen anderen Grund kannst du nicht geben, geil. Oder? Also. Das war auch geil. Doremi war. Gut, also 5-4 für Max und jetzt das 10. Video. Schauen wir mal. จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Lebensversicherung. Ja, das war mal die etwas andere Werbung. Sehr, sehr emotional. Ja. Ich find's gut. Tief gerührt. Mhm. Das war schön. Ach, ich hab vergessen. Jetzt war ich so fasziniert von dem Video. Ich wäre jetzt fast so... Jetzt aber schnell. Oh Mann. Ja, komm. Chatverfahren. Entweder gewinnt Max jetzt oder es gibt ein Stechen. Was hat Wolf denn getippt? Weil das eigentlich so ein schönes, emotionales Video ist, habe ich es jetzt bei 550k verankert. Könnte sogar noch zu wenig sein. 550k. Mhm. Und ja, Max? Muss schnell gehen jetzt. Ich bin sogar auf die Million gegangen, weil ich habe das Gefühl, dass das aus China kommt und China ist bekanntlich ein großes Land mit vielen Einwohnern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das könnte da bekannt sein. Ja, das ist schon das ist schon sehr bekannt. Das ist auch schon ein bisschen länger draußen. Also ich kenn's gar nicht, aber ich find's gut gemacht, also ehrlich. Ja, im Chat sehe ich auch ein paar Millionenbeträge. Die tatsächliche Summe ist 116 Millionen. Boah! 116 Millionen Klicks. Ja, da hat sich, da haben sie die Werbung wieder eingespielt, würde ich mal sagen. Ja, und zwar mehrfach. Win-win. Also, das war dann dein Spiel. Das geht letztendlich für Max aus, tatsächlich. War aber cool, war cool. Ja, mit Hammers. Ganz knapp 6-4 gewonnen. Offiziellen Spiele sind fertig. Ich hätte noch ein Stechen-Video gehabt, ich kann es mal ganz kurz zeigen. Ja. Habe ich ein Eichhörnchen beobachten können? Und das will ich als Anlass nehmen, um etwas über das Eichhörnchen zu erzählen. Knapp 40 cm ist das Eichhörnchen groß, wobei die Hälfte vom Körper natürlich der Schwanz ausmacht. Und der Schwanz, der ist enorm wichtig. Der dient einerseits zur Thermoregulation, also wenn Sie sich in Ihrem Kobel verkriechen, dann kuscheln Sie mit Ihrem Schwanz. Aber viel wichtiger noch ist die Funktion beim Springen und beim Klettern. Einerseits dient der Schwanz der Balance, aber auch beim Steuern der Sprünge, wenn sie von Ast zu Ast springen. Genau, das brauchen wir jetzt nicht weiter zu gucken. Ein Max-Video, ja. Ja, ich hab den Typ schon verstanden. Ich auch. Aber das, ich der weiß sah schon, aus wie Rabe. Ja, fand ich jetzt nicht, aber es geht in die ähnliche Richtung. Das war ein Scherz. Es waren übrigens, ja genau, von Chris Kaula, 27k das Video. Aber ich kenne den auch, also das sagt mir auch was optisch. Mhm. Ja, aber zu dem Stechvideo musste es ja nicht kommen. Ganz knapp noch regulär hier geht der Spaß an. Max, herzlichen Glückwunsch. So, dann danke. Muss ich euch das Bild wieder wegnehmen. Streaming beenden. Ja, Marissa, ich muss in die Burg dafür bei uns. Da gibt's auch immer Eichhörnchen. Die hobbeln da auch rum. Ich sehe so gut wie nie Eichhörnchen, selbst wenn ich durch den Park gehe. Also. Ja, bei uns sieht man sie ab und zu. War mal in Österreich an dem Schloss Schönherr oder wie es heißt. da setzen sie sich in Gruppen vor dich. Oh wow, okay. Das ist krass. So. Normalerweise sind Eichhörnchen ja eher scheu.